Antrag hat auch die Regierung ihr Scheitern eingestanden. Ich mag nur drei Sätze zu diesem Scheitern verlieren. Mehr macht keinen Sinn. Zwei Regierungspartner, die sich wechselseitig keinen Erfolg gönnen, sondern immer darauf ausgerichtet sind, dass der andere den maximalen Schaden hat, kann nicht erfolgreich sein. Zwei Regierungsparteien, die auf Umfragen schielen und dann, wenn sich die Chance bietet, dass man abspringen kann, weil man entweder die Nummer eins halten kann oder die Nummer eins erreichen kann, die kann nicht erfolgreich sein. Eine Regierung, die nach 2,5 Jahren das Arbeiten einstellt, ist gescheitert. Wenn wir aber hier heute unseren Neuwahlantrag beschließen, dann ist es auch Grund, zurückzuschauen auf die großen Debatten, die wir hier im Parlament geführt haben. Und es war ein Thema, das die letzten Jahre dominiert hat, und das war das Thema Flucht und Migration. Und man hat mit freiem Auge sehen können, wie der Ton in diesem Parlament rauer geworden ist. Und in einem Punkt hat die FPÖ recht. Sie hat Positionen vertreten, und ein halbes Jahr später haben SPÖ und ÖVP die gleichen Positionen vertreten. SPÖ, ÖVP und FPÖ sind in diesen 4 Jahren nach rechts gerutscht. Wenn wir über Flucht und Migration reden, ja, dann reden wir über eine radikale Änderung der Politik. Aber nicht der Menschenrechtspolitik, sondern dann reden wir über eine radikale Änderung der Politik, die die Fluchtursachen ausmacht. Was sind die Fluchtursachen? Krieg und Armut. Und wenn wir über Krieg reden, dann müssen wir über Waffen und Waffenexporte reden. Reden wir über Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist der zweitgrößte Waffenimporteur. Saudi-Arabien ist aber nicht nur der zweitgrößte Waffenimporteur, sondern Saudi-Arabien ist der größte Exporteur von Terrorismus und islamistischen Hass. Saudi-Arabien hat die Schirmherrschaft über zahlreiche kriegerische Auseinandersetzungen. Wer sind die Waffenexporteure an Saudi-Arabien? An vorderster Stelle die Vereinigten Staaten, gefolgt von Russland, das sind die Freunde der Freiheitlichen, und an dritter Stelle Europa. So ist das. Wir wundern uns, dass wir Waffen schicken und Menschen kommen. Wenn wir über Krieg und Armut reden oder über Armut im Besonderen, dann reden wir über die EU-Handelspolitik, die die Ursache für Flucht ist. Ein Beispiel: In Ghana gibt es zigtausende Tomatenpflücker. Die sind dort beschäftigt. Sie können aber ihre Tomaten nicht mehr verkaufen. Warum? Weil Europa aus Italien und Spanien Billigtomaten dorthin exportiert. Und jetzt kommt der Punkt: Wer steht auf den europäischen Tomatenfeldern? Zigtausende Flüchtlinge aus Afrika, die ausgebeutet werden mit Billiglöhnern. Und wir wundern uns, dass wir dort die Lebensgrundlagen zerstören und die Menschen dann, um ein Mindestmaß an Auskommen zu haben, nach Europa kommen und dort in Pappendeckelsiedlungen leben und hier ein ausgebeutetes Dasein fristen. Das ist das Ergebnis europäischer Handelspolitik. Und es fehlt an Vision und Strategie innerhalb der Europäischen Union, und da ist Österreich ein Teil, was geändert werden muss, damit die Lebensgrundlagen in Afrika sich ändern und Menschen sich nicht auf die Flucht machen müssen. Wenn auf einem Teil der Erde Hunger, Armut und Krieg herrscht und auf der anderen Seite Wohlstand, Stabilität und Frieden, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass die Menschen dorthin kommen, wo Wohlstand, Stabilität und Frieden herrscht. Und es war die Gründergeneration der Grünen, die schon vor 30 Jahren vor diesem Wohlstandsgefälle gewarnt hat. Das wollte niemand hören. Im Gegenteil, die Entwicklungszusammenarbeit wurde gekürzt, zuallerletzt von Außenminister Sebastian Kurz. Noch weiter: Er droht sogar damit, den afrikanischen Staaten die Entwicklungshilfe weiter zu kürzen. Ein absurder Vorschlag. Es gibt erstens nur mehr 3 Staaten, die eine bekommen. Davon ist einer Uganda, das ungefähr 1 Million Flüchtlinge aufgenommen hat. Das ist ein plumper Populismus, der die Menschen hier und dort hinters Licht führt. Dieser Außenminister hat in 5 Jahren an keiner einzigen Sitzung der Entwicklungsminister teilgenommen, wo wir das alles besprechen hätten können, was ich hier zur Diskussion stelle. Das ist Populismus ohne Lösungen und Antworten. Reden wir über Sozialpolitik und Gerechtigkeit. Viele Menschen in diesem Land haben das Gefühl, dass sich ihre Lebensumstände verschlechtern. Das ist sonderbar aus einem ganz einfachen Grund, weil alle Zahlen
zeigen, dass unsere Gesellschaft immer reicher wird. Irgendwas stimmt nicht. Wenn unsere Gesellschaft reicher wird und immer weniger das Gefühl haben, dass dieser Reichtum bei ihnen ankommt, dann stellt sich offensichtlich die Verteilungsfrage. Wenn der Konsens aufgekündigt ist, dass das, was wir erwirtschaften, über faire Löhne weitergegeben wird, dann brauchen wir nicht wundern, dass sich immer weniger Menschen hier von der Politik vertreten fühlen. Kommen wir zur lebensnahen Sozialpolitik. Mieten, eines meiner Lieblingsthemen. Wir brauchen uns nicht wundern, wenn wir hier mit der Bundesregierung in 3 Jahren keine Mieterrechtsreform zusammenbringen. Die Mieten steigen schneller als die Löhne. Jeder weiß, das kann sich nicht ausgehen. Wir wissen, wenn wir nichts machen, dann werden wir in den österreichischen Städten Zustände haben wie in London, Paris oder München, wo sich eine Mittelschichtsfamilie zentrumsnah keine Wohnung mehr leisten kann. Es ist untragbar, wenn eine Familie 2.000 Euro verdient und 1.200 Euro für Wohnen ausgeben muss. Das geht sich nicht aus. SPÖ und ÖVP haben in dieser Frage versagt. Wir haben aber noch eine Chance. Es gibt die Möglichkeit, mit einer freien Mehrheit, wenn die Freiheitlichen mitgehen, im Mietrecht was zu ändern. Ja, ziehen wir Mietzinsobergrenzen ein. Es geht darum, Menschen in einem Grundbedürfnis ein Auskommen zu ermöglichen. Ich lade alle ein, im Herbst diesen Schritt gemeinsam zu setzen. Aber es gibt dann noch was anderes, den berühmten Steuerpopulismus. Wenn die neue ÖVP, die so alt ist, mit ihrem Spitzenkandidaten Kurz plötzlich 12 Milliarden Euro einsparen muss, weil sie etwas verschenkt. Das wird sich nicht ausgehen, dieser Steuerpopulismus. Seine Vorschläge, wie man das alles bedecken kann, die halten keiner Prüfung stand. Verwaltungsreform, das höre ich seit 20 Jahren. Das ist nichts anderes als das Synonym für ich weiß nicht, woher das Geld kommt. Der zweite Punkt ist fehlgeleitete Sozialleistungen. Jeder Experte hat gesagt, da kommt man nicht einmal auf 1 Milliarde. Hinter dem Punkt steckt ein ganz anderes Programm, die Neiddebatte des Sebastian Kurz. Aber wenn hier jemand sich hinstellt und 12 Milliarden Euro verschenken will, dann heißt das nichts anderes, als dass dieser Politiker massiven Sozialabbau für die nächsten 5 Jahre ankündigt. Dafür werden wir nicht zur Verfügung stehen. Wenn wir über die großen Zukunftsfragen reden, dann reden wir über Klimapolitik. Das ist ein Problem, das die Regierung und alle anderen Parteien gerne wegschieben. Betrifft zukünftige Generationen, damit kann man keine Wahl gewinnen, glaubt man. Manche wie die FPÖ leugnen den Klimawandel überhaupt. Das ist sozusagen die absurdeste Variante und ihr Freund Donald Trump hupft ihnen das vor. Aber der Klimawandel findet nicht in Zukunft statt, da findet er nur in seiner extremsten Form statt. Der Klimawandel findet jetzt statt. Die Zahl der Hitzetoten steigt. Die Ernteschäden, man muss ja nur beim Bauernbund nachfragen. Hochwasserschäden. Der Klimawandel ist Realität. Und wir müssen jetzt reagieren. Und kein Land hat so gute Voraussetzungen, die Energiewende mit erneuerbarer Energie zu schaffen wie Österreich. Aber kein Land hat so eine schlechte Klimabilanz wie Österreich. Das Kyoto-Protokoll. Alle Länder haben es geschafft, einzusparen. Im Schnitt 12%. Österreich hat einen Anstieg bei den schädlichen Emissionen um 2,5%. Österreich versagt auf diesem Gebiet. Dabei ist Klimapolitik nicht nur Umweltpolitik, es ist Umweltpolitik. Aber Klimapolitik ist Arbeitsmarktpolitik. Investitionen in die erneuerbare Energie laut einer TU-Studie ein Plus an 60.000 Arbeitsplätze. Klimapolitik stärkt die Wirtschaft. Wer hat bei den innovativen Maßnahmen in Zukunft die Nase vorn? Sind das österreichische Firmen oder sind das nicht österreichische Firmen? Klimapolitik schafft Versorgungssicherheit. Strom wird andere Energiequellen ersetzen. Wer es jetzt schafft, die Stromversorgung sicherzustellen, und es wird nicht über fossile Energie gehen, der hat die Nase vorne. Klimapolitik und erneuerbare Energie ist aber auch Sozialpolitik. Wer nicht umsteigt, wird in 10, 20 Jahren merken, dass fossile Energie immer teurer wird. Wer wird die Zeche zahlen? Die Durchschnittskonsumentinnen, die an der fossilen Energie hängen, weil die Politik heute versagt hat. Energie- und Klimapolitik ist aber auch Friedenspolitik. Um was werden denn kriegerische Auseinandersetzungen heute geführt? Um Öl und Gas. Daher, Einstieg jetzt in eine Klimapolitik, es ist der letzte Tag oder das letzte Jahr, wo wir diese Wende schaffen können. Ich möchte aber noch ganz was anderes anschneiden. Wir haben einen durchaus schwierigen Generationenwechsel hinter uns.
Das ist schmerzlich und hat zu Geräuschen geführt. Ich bin ein Teil dieses Generationenwechsels. Und manche fragen, brennt bei den Grünen noch das Feuer? Und ich sage ja, es lodert. Dankeschön. Flucht und Migration waren die Themen, die die letzten Jahre hier die Debatte dominiert haben. SPÖ und ÖVP haben sich dabei immer weiter nach rechts bewegt, kritisiert Albert Steinhauser von den Grünen. Dankeschön.